Bună ziua und herzlich willkommen zurück zu Mo lernt Rumänisch mit Duolingo. Und heute haben wir was ganz Grundlegendes, was vielleicht sogar interessant sein könnte. Man kann es kaum glauben. Nein, genau, heute kommen die Phrases, das sind Grußformeln zum Beispiel. Oder sowas wie Bitte, Dankeschön und so. Und das kann jetzt oder soll jetzt gestärkt werden. Da bin ich mal gespannt. Auf geht's. Nu, mulțumesc. Nu, mulțumesc. Also mulțumesc heißt danke. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also nu war nein, also no. Thank you. Nein, danke. Scuse. Scuse. Vielleicht kennt jemand das italienische Scusi. Also das heißt sowas wie, ja, pardon. Müsste man mit einem französischen Wort so sagen. Ich versuche mal, ob ich das französische Wort hier hinschreiben kann. Das wird nämlich im Englischen, soweit ich weiß, auch benutzt. Geht aber nicht. Schade, ich dachte, man könnte das auch hier nehmen. Okay, dann muss ich eben sorry hinschreiben. Sebastian vorbește limba română. Pardon klingt doch viel besser. Naja, egal, dann halt nicht. Sebastian vorbește limba română. Okay, Sebastian vorbește limba română. Oder ich glaube so română. Das heißt, Sebastian spricht Rumänisch, also spricht die rumänische Sprache. Ich mach's mal langsam. Sebastian vorbește limba română. Richtig. Er spricht Rumänisch. Bun venit. Mulțumesc. Bun venit. Also vielleicht kennt jemand das französische Wort venir, das lateinische Wort venire oder venire, wenn man es mit der klassischen Aussprache macht. Oder sowas. Gibt bestimmt noch mehr Beispiele in den romanischen Sprachen. Also, man kann dann vermuten, gut kommen oder gut gekommen heißt vielleicht sowas wie willkommen. Ist ja nicht so weit weg. Also, welcome. Und danke. So. Du und das Mädchen, du și fata, vorbit. Limba engleza. Engleza. Ja, bin mir nicht sicher, ob ich das A mit dem Bogen richtig rüberbringe bei der Aussprache. Ja. Das kann man sich, diese Verbform, also wie man sich das vorbim, vorbeste, vorbit merken kann, das Wort an sich, weiß ich nicht. Da habe ich keine Hilfsbrücke. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, diese Form am Ende, dieses itz, das erinnert mich an diese Endung etis, itis, artis da im Lateinischen. Das ist auch nämlich für ihr und das du und das Mädchen, das seid ihr ja. Also genau, ist halt, kann man sich dann, wenn man diese Vorerfahrung hat, kann man sich die Verbform auch hier ziemlich gut merken. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also wenn man eine romanische Sprache gelernt hat, dann sind die anderen viel einfacher. Da, merci. Da, merci. Sie. Ja, danke. Genau, das war es auch. Da. Vielleicht hat das ja jemand schon mal in einer anderen Sprache gehört. Das Wort dafür ja. Das habe ich mir auch auf jeden Fall auch schnell merken können. Vor allem, weil die Sprache aus Osteuropa kommt. So. See you soon. Goodbye. Becurând. La revedere. Guck mal hier, la revedere, das, was ich immer am Ende vom Video sage. Da haben wir es mal endlich hier auch mal gesehen. Also be heißt auf jeden Fall auf. So kann man das auf jeden Fall übersetzen. Was curând heißt, weiß ich im Moment noch nicht. Und la revedere ist, also la heißt sowas wie in, also oder vielleicht auch auf oder so. Und revedere ist das Wiedersehen, denke ich mal. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es das Wiedersehen ist, denn videre ist das lateinische Wort für sehen und re heißt, ist ja sowas wieder, also wiedersehen. Also auf Wiedersehen. Es ist eigentlich ziemlich wörtlich. La revedere ist wörtlich, wirklich wörtlich auf Wiedersehen. Da vorbim limba engleză. Da vorbim limba engleză. Engleză. Ja,
Wie gesagt, bei dem A, ich glaube, das wird so ungefähr ausgesprochen. Ja, yes. Ich spreche Englisch. Yes, I speak English. Nein, nicht eben. Englisch. So. Ich weiß nicht, ob da mal. Ich glaube nicht, dass man immer Limba dazu sagen muss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, ja, Limba ist halt die Sprache. Lingua vielleicht, ne? Genau. Oui. Okay, gut. Was heißt denn nochmal ich? Was heißt denn nochmal ich? Ich weiß nicht mehr, was ich heißt. Also ich spreche, meine ich in dem Fall jetzt. Was ich spreche heißt. Vielleicht finden wir das noch raus. Okay, das war auf jeden Fall die Form für wir. Gut zu wissen. Mulțumesc. Cu plăcere. Cu plăcere. Also auf jeden Fall schon mal thank you. Danke. Thank you. Und das andere, cu plăcere. Ah, okay, cu heißt mit. Fällt mir gerade ein. Und plăcere, ja, plaisir vielleicht, das französische Wort, Vergnügen. Also mit Vergnügen. Dann er ist wahrscheinlich im Englischen dann eher, also ja, mit Vergnügen, vielleicht you're welcome. Ich versuche mal mit you're welcome. You are well. Na, welcome. Sehr schön. Nu, merci. Nu, merci. Nein, danke. Also, merci, ne, Französisch, merci. Ja, ich denke mal, es ist offensichtlich, dass das Danke heißt. Begründet. Begründ, das war bis bald. See you soon. Copilul vorbește română și engleză. Copilul vorbește română și engleză. Engleză. Das diesmal ist es kein R, sondern ein A. Ein ganz deutliches. Okay, das würde die Sache erklären, die ich mir vorhin gestellt habe, ob man das Limba auch weglassen kann. Ich hab ja gesagt, ich bin mir ziemlich sicher. Und offensichtlich, wenn man das Limba weglässt, ne? Wir hatten ja vorhin dieses Engläser mit diesem A, mit diesem Bogen drauf. Jetzt fehlt das Limba. Jetzt ist das Engläser jetzt anscheinend von einem Adjektiv zu einem Substantiv geworden. Und dadurch hat es jetzt auch diesen bestimmten Artikel, dieses A. Was vorher ein war, ist jetzt ein A geworden, der bestimmte Artikel. Das Englische. Also, das Kind spricht das Rumänische und, also die Rumänische, besser gesagt, und die englische Sprache. Oder halt, ja, oder das Rumänische oder das Englische, wenn man halt Sprache weglässt. Genau. So würde ich mir das jetzt erklären, dass da jetzt nicht mehr einfach nur ein R steht, sondern wirklich ein A für das Bestimmte. Die. Okay, gut, dann schreibe ich das auch mal auf. Okay, das Kind, the child, spricht, speaks, Rumänisch und Englisch, Romanian, na, and English. Jawohl. Da, vorbiți limba română. Da, vorbiți limba ro. Na. So, und jetzt schreibe ich wieder dieses A mit dem Bogen drüber, weil das Wort Limba davor steht und das Wort Limba hat dieses A für die, also die rumänische Sprache. Also man hat ja auch im Deutschen den Unterschied zwischen die rumänische Sprache und wenn ich nur sagen würde, das rumänische. Und hier ist dann auch ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob man das ungefähr so gleichsetzen kann. Auf jeden Fall, ja, jetzt hat nicht mehr das Adjektiv, ist jetzt wieder ein Adjektiv und kein Substantiv mehr, das Romuna. Und ist deswegen nun kein A mehr, nicht mehr mit dem Artikel, sondern der Artikel steht jetzt bei dem Limba am Ende drin. Und das Romne ist unbestimmt geworden, weil es nur noch ein Adjektiv ist und die kriegen keinen Artikel hinten dran. Das ist meine Erklärung dafür. Ich bin kein Experte, aber so habe ich es mir erklärt und das ergibt für mich Sinn. So, ja, ihr sprecht Rumänisch. Da, vorbiți limba română. Richtig. Tu și fata vorbiți limba engleză. Du und das Mädchen, ihr sprecht die englische Sprache. Okay. You and the girl speak English. Jawohl. Scuze, el nu mănâncă pâine.
Okay, Pane war, glaube ich, wie das französische Wort Pain oder das spanische Wort Pan. Brot, hätte ich jetzt gesagt. Entschuldigung, Scuse, Scusi, vielleicht im Italienischen, da habe ich auch schon mal gesagt. Entschuldigung, er isst kein Brot. Würde ich jetzt sagen. Also, sorry. He does not eat bread. Richtig. Jawohl. Bun venit. Bun venit. Hast du ja vorhin schon mal gesagt. Welcome. Bye. Okay. Bye, für das ganz kurze Bye kann man im Rumänischen Folgendes sagen. Und zwar einfach Ba. Soweit ich weiß. Das reicht aus, um sich zu verabschieden. Und bis bald ist, hatten wir auch schon Bä. Gurend. Jawohl, das war richtig. Ich und der Junge. Wir sprechen. Worbim. Ah, Worbesk, das war ich spreche. Worbesk. Okay, da war ich mir ja nicht sicher. Ja, wir sprechen. Worbim. Limba Romuna. Genau. Kann man sich merken mit dem lateinischen Emus, Amus, Imus. Was da immer bei wir am Ende steht. Das Us ist weggefallen und am Ende bleibt nur dieses M, was bei wir immer dann da bei dem Verb hinten dran steht. Genau, so einfach ist das. Wenn man andere Sprachen halt schon mal in der Art gelernt hat. Das ist schön, wenn es so einfach ist, sich zu merken. Cu plăcere. Cu plăcere, mit Vergnügen. Also, you are welcome. Bitte, bitteschön. Gern geschehen. Mulțumesc. Mulțumesc. Thank you. Danke. Schon wieder thank you. Warum schreibe ich thank you? Scuze. Scuse. Okay, jetzt schreibe ich hier sorry hin. Da habe ich vorhin das mit Pardon versucht, aber das funktioniert hier anscheinend nicht. Sorry. Da, vorbim limba engleză. Da. Vorbim limba engleză. Ja, ich spreche. Nee, wir. Ich hätte beinahe noch schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Ja, wir sprechen Englisch. Yes. We speak English. So, und das waren die Phrases. Lesson complete. You strengthened common phrases. Ja, das war das. Wir hatten ein paar. Wir hatten jetzt vielleicht keine Begrüßungen dabei gehabt, aber zumindest hatten wir Verabschiedungen. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auf beim nächsten Mal wiedersehen. La revedere. Bum 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 Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst damit?